Neues Jagdgesetz im Burgenland. Bei der 22. Landtagssitzung wurde das lang diskutierte und erwartete Jagdgesetz beschlossen. Dafür waren die SPÖ mit der zuständigen Landesrätin Verena Dunst, die FPÖ, die Grünen und die Liste Burgenland. Dagegen war wie schon gewohnt die ÖVP. Heftige Diskussionen sorgten schon im Vorfeld für Spannungen. Christian Sagat, ÖVP-Klubobmann, wollte eine Verschiebung der Abstimmung. Für die Klubobleute der SPÖ und FPÖ, Robert Hergowich und Gesa Molnar, kam das nicht in Frage. Die ÖVP habe 1,5 Jahre Zeit gehabt, sich bei der Gesetzwerdung einzubringen. Beide kritisieren das Verhalten der ÖVP als pure Inszenierung. Ein spannender Tag heute. Und ich würde mich freuen, wenn immer die Galerie so besetzt wäre wie heute. Ja. Wow. Statisch passt, wissen wir noch nicht, das müssen wir noch überprüfen lassen. Aber es wäre wirklich schön, wenn wir immer, wie die Präsidiale, immer solche Themen am Anfang einer Sitzung erzählen würden. Nicht am Ende einer Sitzung, wo man vielleicht kein Interesse mehr hat. Und wenn ich heute lese in einer Tageszeitung oder heißer Prügel für die Landespolitiker, sollte immer heiß sein für die Politiker, denn wir tragen Verantwortung in diesem Land und wir sind für die Menschen da, auch hier Gesetze auch zu diskutieren, die unter anderem oft lang dauern oder länger dauern sollten, aber auch, und das wünsche ich mir, alle eingebunden sind, die damit zu tun haben, befassen sollten, die sich wirklich um das kümmern. Und das ist das Jagdgesetz. Das neue Jagdgesetz, ich habe beim alten Blick gearbeitet, ein sehr komplexes Thema, gar keine Diskussion. Und wenn ich mir heute anschaue, keine Angst, wie dick und wirklich maßgeblich oft hier Dinge drinnen stehen, die man auch persönlich nicht nachvollziehen mehr kann, da muss man sich mit vielen Menschen auseinandersetzen, die tatsächlich mit dem tagtäglich konfrontiert sind und zu tun haben. Werte Kolleginnen von den Grünen, das ist nur der einzige Punkt, ist, weil sie mitstimmen. Da muss ich noch schon sagen, das ist es nicht. Es ist ein Hobbler passiert von der Frau Landesrätin, dass sie vielleicht gleich alle eingebunden hat in das Gesetz. Aber sie wird schon gewusst haben, warum nicht alle. Und wir seitens Bündnisliste Burgenland machen uns wirklich das Leben mit Leid, auch bei den Gesetzen, sich hineinzuarbeiten. Und da würde ich mir schon wünschen von den Clubs, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht zu vergessen bei den Ausschüssen Abänderungsanträge zu vergessen, uns zuzuschicken. Das muss man auch nicht sagen, die kriege ich nicht. Und da muss man eine 3 Stunden da sitzen, wie kein Problem, ich kriege gut zu erinnern. Ist ja kein Problem, dass er mir das anruft, wenn das vorgelesen wird, seitenweise. Ich glaube, das wird der Zeit schon mal da losnehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und auch, dass der die Bevölkerung weiß, wo sie umgeht. Denn ich kriege es alle gut zu, ich kriege alle gut, darf man gar nicht darüber diskutieren. Aber wir müssen auch hier Verantwortung tragen und Leistung erbringen. Und dazu stehe ich. Frau Landesrätin, wir haben lange diskutiert. Ich bin auch heute noch bei Ihnen gewesen, weil mir ein paar Punkte nicht ganz klar waren. Herr Kollege, du kannst dich dann zu Wort melden. Ich weiß nicht, ob du zu der Frau Landesrätin hingehst, weil du bist nur dagegen, weil man ÖVP jetzt nicht mehr in der Regierung ist. Ich mache mir die Mühe und gehe zu den zuständigen Regierungsmitgliedern. Ich habe keine Berührungsängste, so vielleicht wie alle anderen und so. Ja, warum? Wir schließen aus mit der Regelung. Absolut nicht. Und mein Spruch, setzen wir uns zusammen, ist noch immer gescheiter. Ich bin gegen irgendwas, wo ich keine Ahnung habe. Das muss jetzt auch klar sein. Und der Herr ist schon auch mit einem Gesetz. Weil wir werden heute noch genug hier. Selbst Bündnisliste Burgenland werden diesem Gesetz zustimmen. Dankeschön. Viele erworbenen Rechte, zu Recht oder zu Unrecht, die jetzt nicht einmal alle gesetzlich festgelegt sind, sondern einfach durch den Lauf der Geschichte, durch die Jagd, durch die Gesellschaft sich entwickelt haben, sind scheinbar festgeschrieben. Dennoch ist es notwendig, hier und da sich das anzusehen. Das ist die Aufgabe der Politik, logischerweise, um zu schauen, was hat sich im Laufe der Zeit geändert, ist es noch zeitgemäß, widerspricht das nicht vielleicht anderen Gesetzen. Und das ist eine wesentliche Aufgabe der Politik. Und ich finde es sehr gut, dass die Landesrätin diesen Schritt gewagt hat. Es war von Anfang an klar, dass das keine leichte Übung sein wird. Das ist mir schon bewusst. Das heißt, wir haben jetzt mit einer sehr langen Übergangszeit ein Verbot der Gatterjagd. Das ist natürlich eine wesentliche Änderung
für allerdings sehr wenige Menschen im guten Land, muss man auch dazu sagen. Das ist aber notwendig geworden, weil wir gesehen haben, was in diesen Gattern teilweise vor sich geht. Ich möchte gar nicht da jetzt alle über einen Kamm scheren, es ist immer so, dass es welche gibt, die sich da wahrscheinlich eher bemühen, das Gatter so zu betreiben, dass es in Ordnung ist. Aber wir wissen, selbst aus Fotos und Bildern, dass das nicht bei allen so ist. Ist dieses Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, für uns in Ordnung? Wir werden dem Gesetz zustimmen. Was ich allerdings schon auch noch sagen muss, der Kollege Pölli hat es ja auch schon erwähnt, ich hätte gern, dass in Zukunft Gesetze nicht mehr so zustande kommen, wie dieses Gesetz zustande gekommen ist. Es gibt andere Gesetze, wo die Mitarbeit und die Möglichkeit, sich einzubringen, wesentlich besser gelaufen sind. Das Jagdgesetz ist hier wirklich kein Ruhmesblatt. Schön, wenn es dennoch einigermaßen so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Dankeschön. Bis zur endgültigen Abschaffung der sogenannten Gatterjagden werden diese restriktiver kontrolliert. Alle Ab- und Zugänge müssen protokolliert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Amtstierärztin Kontrollen durchführt. Die Zeiträume des Aussetzens werden strenger reglementiert und auch die Zeiträume sowie die Abhaltung von Jagden sind von diesem strengeren Reglement betroffen. Denn eines möchte ich klarstellen. Jäger füttern Tiere nicht nur, um sie zahlenmäßig zu erhöhen und somit mehr davon schießen zu können. Hier geht es um die Hege und dafür bedanke ich mich auch bei allen Jägern ganz besonders. Wir stehen zu dem vorliegenden Gesetzesentwurf und werden ihm daher auch zustimmen. Ich bedanke mich abschließend bei den Jägern und Bauern, dass sie auf unsere Natur schauen. Ihr leistet Großartiges und das muss auch gesagt werden. Danke. Ein neues Gesetz sollte ein Ausgleich zwischen Jägern, Landwirten, Grundeigentümern, Gemeinden und Naturschutz schaffen. Mit Ihrem Gesetz, Frau Landesrätin, haben Sie dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen den Beteiligten sicherlich nicht besser wird. Dieser Entwurf ist nämlich ein Eingriff ins Eigentumsrecht und auch eine finanzielle Belastung der Bäuerinnen und Bauern. Mit diesem Gesetz zeigen Sie ganz deutlich, was Sie von dieser Berufsgruppe halten und dass Ihnen das Schicksal der fleißigen Bäuerinnen und Bauern, die gerade in den letzten Jahren, und wir werden es heute wieder beim grünen Bericht hören, sehr viele Einkommensverluste hinnehmen mussten, das ist Ihnen total egal. Folgende Punkte sind aus jagdlicher Sicht problematisch. Viele Begriffe sind unbestimmt und nicht näher definiert, wie zum Beispiel wildschadensmindernde Maßnahmen, Nachweis der jagdlichen Eignung zur Erlangung der Jagdkarte, keine Regelung über Berufsjäger im bulgarischen Jagdgesetz, Abschussplan bei Schallenwild außer Regel. Hat einen Abschlussplan zur Verfügung. Bewertungskommission, Bezirksjägermeister, namhaft gemachte Person, Abschaffung des Ehrensenates und so weiter und so fort. Sie haben alle gegen sich aufgebracht. Bauern, Jäger und sogar die Tierschützer sind unzufrieden. Ich hätte Ihnen gern diese Karikatur überreicht. Nachdem Sie nicht beim Dringlichkeitsantrag zu Jagd bei der letzten Sitzung gebeten haben, dass nur noch die Rücktrittsaufforderung an Sie fällt, nehme ich davon jedoch Abstand. Eine Rücktrittsaufforderung unsererseits würde Sie nämlich in Ihrer Funktion noch stärken und da wäre es sogar dem Landeshauptmann sehr, sehr schwierig, Sie loszuwerden. Wir werden diesem Push-Push-Gesetz sicherlich nicht zustimmen. Es wäre auch noch für sich sehr schön gewesen, wenn wir heute alle drei hier beim Jagdgesetz 2017 das Hallerliebnasen hätten. Ich befürchte nur, es wäre letztendlich nicht unbedingt harmonisch gewesen, dass sich jetzt der Herr Kollege Demmel von sich gegeben hat. Und das ist ja nicht zum ersten Mal. Die ÖVP hat sich ja in dieser Form im Jagdgesetz auch sehr eingebracht. Leider nicht in die Sacke und auf fachlicher Ebene, sondern eigentlich immer wiederum, um hier polemisch zu sein und um
zu polarisieren. Dieses Jagdgesetz ist das modernste, es ist das innovativste Jagdgesetz Österreich. Und es ist auch, es ist fair und es ist gerecht für alle Beteiligten. Herr Kollege Deimel, Sie versuchen immer wiederum den Menschen ganz einfach zu sagen, alle Beteiligten haben daran verloren. Das sind die Grundstücksbesitzer, das sind die Jäger, das sind die Bauern. Alle haben verloren. Das müssen Sie mir erklären. Wo es Gewinner gibt, muss es Verlierer geben. Und wo es Verlierer gibt, muss es Gewinner geben. Sie sind vom ersten Mal, wie dieses Gesetz zur Debatte gestartet ist, und die Frau Landesrätin dieses eingebracht hat, waren Sie ein einziges Mal, waren Sie dabei und haben dort einen Club-Mitarbeiter entsendet. Dann haben Sie die einzige Stellungnahme dazu abgegeben. Das war Ihre ganze sachliche und fachliche Arbeit, die Sie geleistet haben. Und dann haben Sie gesagt, wir wollen, ohne Punkt und Beispiel, das alte Jagdgesetz. Und aus dem Jahr 1954. Das war eine ganze Arbeit. Und dann sind Sie ausgegangen und haben nichts anderes gemacht, wie Unwahrheiten verbreitet. Und Sie wissen ganz genau, Herr Kollege Demmel, wir waren bei Veranstaltungen, dort haben wir mit Landwirten, mit Bauern, dort haben wir mit Jägern getroffen. Und zuletzt bin ich dann sitzen drin, das war sogar ein Bürgermeister, das war ein Bürgermeister einer ÖVP-Gemeinde, ein ÖVP-Bürgermeister. Und letztendlich hat er mir recht gegeben und hat gesagt, bis dato wurde ich nur falsch ausgeführt. Und so ist es. In diesem Sinne möchte ich Frau Landesrätin hier, der Arbeitsgruppe, allen recht herzlich danken. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir hier heute das Jagdgesetz 2017 in dieser Form auch beschließen. Ein faires Gesetz für alle Beteiligten. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass diese bisherigen Wortmeldungen sehr, sehr genau verfolgt. Und wenn ich mir den Kollegen Spitzmüller angehört habe, wenn er sagt, dass das Ansehen der Jäger im Sinn ist, weiß ich, wo sie leben. Ich sage Ihnen, dass die Jägerinnen und Jäger ehrbare Weidmänner sind, denen das sind ja keine schießmüdigen Teufel, die auf alles, was bewegt, im Revier schießt. Im Gegenteil, die meisten sind Jäger, die das Wild pflegen, gehen, die, wenn es notwendig ist, auch um Krankheiten die Dampfhalle im Revier, die notwendig Abschüsse auch gut führen, selbst in einem Nationalpark, der Wildstandsregulierungen gemacht, wenn es notwendig ist. Ich sage das hier auch von diesem Redner. Mit seiner kriminellen Energie, mit dem Verein für Tierverbindung. Gegen Tierverbindung, warum? Mit dem Verein für Tierverbindung. Sie wollen meinen Ausdruck. Mit dem Verein für Tierverbindung. Hier kriminell oft in Stallungen von Bauern eindringen, dort auch kriminelle Handlungen setzen. Und Sie zusammen, das kann sich der Berater für einen guten Manager Landesjahres. Wegen der Verfassungsdienstbedenken. Im Übrigen, die Begutachtungsschreiben werden dem Landtag nicht zugeleitet. Und sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich ein unhaltbarer Zustand. In allen anderen Ländern, in Wien werden sie sogar auf der Homepage veröffentlicht. Wenn ein Gesetz in Begutachtung geht, der Wiener Landtag veröffentlicht das auf der Homepage. Im Burgenland bleibt das unter Verschluss und wird in den Revier stehen. Beim Landeshofverband. Aber das war bei euch damals auch so. Das war bei euch genauso. Der Kollege Stromer, das war bei Ihnen genauso. Bis Sie in der Regierung waren, war es genauso. Bis Sie in der Regierung waren, war es genauso. Ich bin 20 Jahre in der Nona. War es genauso. Nein, und? Derzeit gültige Gesetzverhandlung. Einer Verein, der Firma aufkauft, sei denn umgenommen. Okay. Und? Kannst du ruhig anschließen, wenn du nicht mehr wohlfühlst bei der ÖVP. Wo liegt jetzt das Problem? Kannst du den Bons anschließen? Der Mensch, der Herr Nachbar, sagt so, ich habe eine Meinungslage. Okay, sei es so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, möglicherweise passiert auch sonst irgendwas mit dem Gesetz. Jene, die das nicht wollen, nämlich Vertreter des Bauernbundes, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Unterschriften gegen dieses Gesetz gesammelt. Ich habe hier die gesammelten Werke.
Es sind dies 2377 Unterschriften gegen dieses Gesetz. Vor der letzten Ausschusssitzung wollte der Landeshauptmann des Bauernbundes, der Diplom-Ingenieur Miki Perlakovic, auch mit dem Landespräsidenten vereinbart den Termin, diese Unterschriften ihm übergeben. Der Landespräsident konnte diesen Termin aus privaten Gründen nicht halten. Deshalb hat er diese Unterschriften der Frau Landespräsidentin, der Präsidentin der Frau Henke und mir übergeben. 2377 Unterschriften gegen dieses Gesetz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, berücksichtigen Sie das. Berücksichtigen Sie all diese Dinge, wenn Sie heute hier aufstehen oder sitzen bleiben, wenn ein Gesetz beschlossen wird, wo Eingriffe in Eigentumsrechte gemacht werden, wie das in diesem Haus noch nicht der Fall ist. Sehr geehrte Damen und Herren, aus diesen Gründen können wir dem Gesetz heute nicht zustimmen. Wir haben noch die Chance, darüber nachzudenken, wenn dieses Gesetz heute keine Mehrheit bekommt. Ich bitte Sie inständig, denken Sie auch über diese Möglichkeit nach. Das ist jetzt der Luftschluss. Um in Köln zu reden, setzen wir uns zusammen. Setzen wir uns wirklich zusammen. Denn bisher hat sich mit niemand zusammengesetzt. Schon spät. Ich bitte Sie, diesen Gesetzesantrag heute nicht zuzustimmen. Er ist eigentumsfeindlich, er ist gegen die Tierschützer und er ist gegen die Jägerinnen. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, nicht nur an alle, die vorher mitgearbeitet haben, sondern auch heute, die sich zu Wort gemeldet haben. Vielen herzlichen Dank an jene, die diesen breiten Bürgerbeteiligungsweg mitgegangen sind, und das war mir wichtig. Ich glaube, dass kaum ein Gesetz so lange für sich in Anspruch genommen hat, weil so viele Interessenvertretungen dabei waren und weil mir wichtig war, dass viele Menschen sich beteiligen können. Ich bestehe darauf, dass das demokratisch ist. Wir sitzen nicht, weil wir selbst einander erinnert sind, sondern weil uns die Menschen hierher gewählt haben. Daher war mir wichtig, auch alle Menschen hier sich beteiligen zu lassen. Bereits im Herbst 2015 habe ich alle Menschen eingeladen, sich zu beteiligen, weil mir klar war, dass es hier viele Meinungen gibt und dass jede Gruppe, und das sind viele Gruppen, von der Jägerschaft selbst, wenn es geht um Tiergesetz, von den Landwirten, vom Naturschutz, von der Tierhaltung, vom Tierschutz selbst, aber natürlich auch vom Forst und so weiter, dass es hier viele Menschen gibt, die natürlich ihre Interessen vertreten wollen. Und im Jahr 2004 hat man das erste Mal, Gott sei Dank, seit 1954, woher das Gesetz steht, ist man hergegangen und vor 2004 das angeschaut. Ja, stimmt. 32 Runden. Die Parteien waren alle einbezogen. Yes, herausgekommen ist nichts. Ein Jagdgesetz, das nicht verändert wurde, fragst die Jäger, die kennen sich besser aus als wir alle, ob da was verändert wurde zum Sinne der Jäger. Da geht es um ein Jagdgesetz. Und daher ist es auch wichtig, dass wir das auch einmal sagen. Es wurde nichts verändert, hat die Jäger und die Jägerinnen, die das auch damals schon wollten. Leider hat sie da die Jägerschaft nicht durchsetzen können. Und das finde ich schade. Daher noch einmal zum Unterschied von jetzt: ist das ein wirkliches Gesetz, das dem entspricht, was drüber steht, nämlich ein Jagdgesetz. Und ich sage Ihnen auch, und in aller Sachlichkeit, wissen Sie, es haben alle Gruppierungen heute werden dem Jagdgesetz zustimmen. Außer der ÖVP, die gesagt hat, vom ersten Tag an, ich werde das noch verlesen, wir machen nicht mit. Erster Tag. Das Thema war nicht, das sind die Jägerinnen und Jäger, und die bewundern, wenn einer von denen sie noch wählen kann, weil sie haben die wirklich total im Stich gelassen. Sie sind hergegangen. Sie sind hergegangen und haben mir in der Begutachtungsphase, wo sie die ja einbringen hätten können, sie waren sicher involviert in die Arbeitssitzungen. Und es erzählt mir nicht, dass Sie nicht von Vertretern von dort informiert wurden. Oder sagen Sie nette Menschen, was wir
habe ich mir extra zwei, dreimal jetzt schon vor Augen geführt, damit es den Menschen klar ist, was sie mit ihnen tun. Den Menschen haben sie draußen, den Jägern, keinen Dienst erwiesen, weil sie ihnen nicht geholfen. Kein einziges Mal haben sie den Jägern geholfen und sie schicken dann herein in der Begutachtung, wo man immer über 100 Seiten will. Das tue ich jetzt. Sie haben da reingeschrieben, in der Begutachtung, wo noch immer über 100 Seiten gekommen sind, natürlich der Großteil von Jägerinnen und Jägern, haben es zurückgeschrieben, lapidar, bevor der vorgelegte Vorschlag zur Änderung des burgenländischen Jagdgesetzes wird inhaltlich abgelehnt. Ja? Ich gratuliere alle Jägerinnen und Jäger, die bisher auf Sie vertraut haben. Sind Sie in dem Moment, war mein Problem Billot, ich bin Sozialdemokratin, ich entschuldige dafür. Und dass ich jetzt das Jagdgesetz in die Hand nehme, was ich Jahrzehnte nicht verändert habe für die Jägerinnen und Jäger. Und dann schreibst du es in der Begutachtung. Es interessiert uns nicht. Wir wollen nichts zu tun haben und alles so zu bleiben. Haben Sie mit den Menschen du hast die Verhaut, macht nichts, ist ja wurscht. Geht schon weiter. Hat sich verregen. Der Herr Präsident hat unter anderem auch von 2300 wenn nicht der Verteidiger von der Dunstkammer geredet. Was hat der Herr Präsident? So sind wir. Gesagt hat, die Jäger und Jägerinnen haben das unterschrieben und die Jägerinnen und Jäger wollten das übergeben haben. Weil es ist wirklich nicht in Ordnung, was mit diesem Jagdgesetz los ist. Meine Damen und Herren, ich stehe dazu, dass das Jagdgesetz von allen Gruppen getragen wird, dass es lange vorhanden ist, dass tausende Menschen sich daran beteiligt haben, über 100 allein aus der Begutachtung, dass 80% der Jäger und Jägerinnen so umzusetzen waren. Um die geht es. Sie schreiben in ihrer Resolution, am 3.11. haben Sie angefangen, in Ihrer Resolution zu unterschreiben. Da stehen insgesamt 6 Punkte drinnen. Der Großteil der Punkte war damals schon nicht richtig und findet sich auch zum Großteil nicht wieder im Gesetz. Sie haben aber hurtig weiter was gesammelt, was aber nicht einmal noch die Begutachtung fertig kommt. Und was ist in Ihnen gegangen? Warum täuschen Sie Ihre Menschen so? Weil Sie schreiben noch. Die Mitglieder des Bauernbundes, die Jäger, die Familienangehörigen und alle sollen unterschreiben und die Mitglieder und Sympathisanten der ÖVP. Warum sind sie nicht hergegangen und denen die Wahrheit gesagt? Weil sie haben da Unterschriften gesammelt, was überhaupt nicht stimmt mit dem, was vorliegt und was wir beschließen. Sie haben da einfach über 2000 Menschen missbraucht. Wie gesagt, das soll ich gut aufhängen und schützen. Ich wäre vorstellen, dass es gut wäre. Ich bin da schon sicher, nur in der das waren auch der realistische Linie, das wissen Sie hier. Also bleiben Sie doch mit der Wahrheit. Wissen Sie, was Sie die Jägerinnen und Jäger, aber alle anderen Interessensgruppen von Ihnen erwartet hätten, nämlich dass Sie hergehen und wirklich einmal mit denen zusammensetzen, die Sie nie gehört haben. Und die ist eigentlich nicht gegangen. Das finde ich schade, weil es wäre viel gescheiter, wenn Sie jetzt diese Gespräche führen.
dann hätten wir gemeinsam ein Gesetz verabschieden können. Ich ersuche nun jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die den Gesetzentwurf sowie die vom Herrn Berichterstatter beantragt zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. Der Gesetzentwurf zur Regelung des Jagdwesens in Thüringen, polnisches Jagdgesetz 2017. Bitte um Ruhe. Polnisches Jagdgesetz 2017 ist somit in zweiter Lesung mehrheitlich angenommen. Da keine andere Vorgangsweise beantragt ist, kommen wir zur dritten Lesung. Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. Der Gesetzentwurf über die Regelung des Jagdwesens in Burgenland, burgenländisches Jagdgesetz 2017, ist somit auch in dritter Lesung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu